Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Der Wettbewerb Klimasichten ist beendet, die Preise vergeben. Doch Schluss mit Klimaschutz ist noch lange nicht, denn die Klimaschutzziele wurden noch nicht erreicht. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Ihres Wirtschaftsfenster MV-Magazins. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, insgesamt wurden in diesem Jahr 76 Beiträge zum Thema Klimasichten mit Weitblick in die Zukunft eingereicht. Ausgeschrieben waren Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro für künstlerisch kreative Beiträge in den Kategorien Foto, Plakat-Collagen, Malerei, Grafik und Kurzfilm. Eine vollständige Auswertung des Wettbewerbs ist online auf der Webseite unserer Landesregierung verfügbar. Nun aber erst einmal zu unserem ersten Bericht für heute. Und auch in dem geht es um den Klimaschutz. Ende September besuchte Infrastrukturminister Christian Pegel erstmals den neuen Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Klaus Ruhe-Matzen. Mit im Gepäck hatte er ein Fördermittelbescheid für die barrierefreie Umgestaltung des Bushaltestellenbereiches in der Industriestraße im Stadtteil Schmal. Die Europäische Union erlaubt uns das von ihren uns gegebene, als Land gegebene Geld, das sind Infrastrukturfondsmittel, so heißen die, unter anderem für CO2-Ersparnisse einzusetzen. Und dazu gehört auch, dass wir damit die Umrüstung, die deutliche Aufbesserung und Aufwertung von Bushaltestellen, von Straßenbahnhaltestellen fördern dürfen, vor allen Dingen, wenn sie dadurch barrierefrei werden und hoffentlich das Mitfahren attraktiver machen. Die Idee ist, ich spare CO2 ein, wenn ich mehr Leute dazu bewege, das Auto mal stehen zu lassen und stattdessen öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Von daher dürfen wir hier mit 75% helfen im Bereich von, wir nennen es Haltestellenprogramm, egal ob Bus oder Straßenbahn. Und die europäischen Fördermittel können wir da noch bis Anfang der 20er einsetzen. Wir haben da also einen befristeten Zeitraum und hoffen, dass es bis dahin gelingt, möglichst viele der Haltestellen vor allen Dingen barrierefrei zu machen, damit ich mit dem Rollstuhl, aber auch mit dem Kinderwagen, mit dem Rollator tatsächlich barrierefrei in die Busse und Bahn komme. Eines der Wahlversprechen von Neubürgermeister Matzen war es, das Erreichen der Klimaziele zu forcieren. Eine Maßnahme hierfür ist es, den öffentlichen Personennahverkehr besser auszulasten. Doch dies macht nur Sinn, wenn jeder Bürger auch die Möglichkeit erhält, diesen dann tatsächlich auch nutzen zu können. Somit spielt die Barrierefreiheit eine enorme Rolle bei der Umgestaltung von Haltestellen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Es macht mir natürlich große Freude, dass es jetzt schon direkt um Barrierefreiheit geht. Es ist auch nur der Anfang. Also wir haben noch sehr, sehr viel vor. Wir haben immer noch kaputte Gehwege. Uns fehlt immer noch Radwege. Ich versuche gerade im Moment, jeden davon zu überzeugen, wie kriegen wir das überhaupt umgesetzt? Also die Sache ist ja nicht nur zu sagen, wir haben einen politischen Willen, wir haben auch noch das Geld. Wie kriegt man das überhaupt umgesetzt? Selbst wenn wir es planen würden, haben wir dann Firmen, die das überhaupt machen können. Und daher, also der Prozess ist sehr lang. Wir werden nicht morgen aufstehen und denken, oh, guck mal, da sind überall Radwege. Und deswegen freut es mich aber trotzdem mit dem Förderbescheid, dass wir jetzt an einer Haltestelle schon mal dafür sorgen können, dass auch alle Menschen diese Haltestelle nutzen können, weil sonst nützt ÖPNV auch nichts, wenn man nicht überall einsteigen kann. Die Bauarbeiten selbst haben bereits begonnen und schließen auch den Wendekreis für Busse mit ein. Denn die Straße ist im eigentlichen Sinne eine Sackgasse. Die Industriestraße verdankt ihren Namen daher, dass sie in einem Gewerbegebiet liegt. Nicht nur das HCC ist hier ansässig, sondern viele Unternehmen in mehreren Bürokomplexen und auf eigenen Zuwegungen. Diese Haltestelle war nicht die erste und soll vor allem auch nicht die letzte sein, die barrierefrei umgebaut wird. Ja, insgesamt ist es so, dass ich darum gebeten habe, jetzt wirklich wirklich pragmatisch zu schauen, wo können wir welche Radwege zum Beispiel jetzt umsetzen? Wo können wir für Beweglichkeit, also Mobilität sorgen? Das dauert allerdings ein klein bisschen, weil es muss natürlich geprüft werden, wo kann man auch Wünsche, die da sind, tatsächlich umsetzen? Was ist realistisch und was bringt auch den größten Effekt?
Ende September rief Oberbürgermeister Matzen den Klimanotstand für Rostock aus. Das heißt, dass alle Verwaltungen Maßnahmen ausarbeiten, die über den derzeitigen Stand hinausgehen und versuchen, die menschengemachte globale Erwärmung aufzuhalten. Die bessere Vernetzung und Zugänglichkeit für den ÖPNV ist eine Maßnahme, dem Klimawandel entgegenzutreten. Neben dem Klimaschutz fördert die Landesregierung auch die Prioritätenachse Forschung und Entwicklung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ein Beispiel hierfür kommt aus Greifswald von der dort ansässigen Universitätsmedizin. Enzymkatalyse, ein bedeutendes und den meisten ein kaum geläufiges Wort. Dennoch ist es ein wichtiges Verfahren, an dem Professor Dr. Uwe Bornscheuer vom Institut für Biochemie der Universität Greifswald arbeitet. Mit dem Variuskan MTP-Reader können Daten erfasst werden, weitaus schneller, als es zuvor der Fall war. Ja, ohne ein solches Gerät kann man es nicht in der Robotikplattform automatisieren. Und wenn meine Doktoranden oder Postdoktoranden-Mitarbeiter diese Experimente in Anführungszeichen zu Fuß durchführen müssen, dann sitzen sie an einem Photometer, müssen von Hand jede Reaktion für sich testen und dann dauert es natürlich sehr, sehr viel länger. Und es ist sicherlich auch nicht die spannendste Tätigkeit. Wofür bedarf es denn der eingangs erwähnten Enzymkatalyse? Enzyme haben unter anderem folgende wichtige Funktionen. Sie spalten auf und beschleunigen chemische Reaktionen. Einzelne Enzyme zu finden, die unter bestimmten Bedingungen ihre natürlichen Prozesse weitaus effizienter absolvieren, ist Ziel der Untersuchung von Professor Dr. Bornscheuer. Das klingt immer noch recht alltagsfern, ist es beileibe aber nicht. Der MTP-Reader ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die Forschung für lebenswichtige Bereiche wie unter anderem Umweltschutz voranzubringen. Das kann uns in vielen Aspekten helfen. Wenn wir Enzyme einsetzen, können wir unter Umständen chemische Verfahren vermeiden. Und in der Regel sind solche enzymkatalysierten Reaktionen umweltfreundlicher. Wir können also ressourcenschonender bestimmte Produkte herstellen. Oder wie wir in einem aktuellen Projekt beschäftigen wir uns mit dem Abbau von Kunststoffen wie PET. Und wenn wir dort Enzyme entwickeln, die effizient den Kunststoff in seine Bausteine zerlegen, dann können wir auch wieder Terephthalsäure gewinnen und eine Kreislaufwirtschaft für einen Kunststoff etablieren. Um dies zu ermöglichen, wurden rund 33.000 der Gesamtkosten von 44.000 Euro für das Gerät aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Für die Zukunft wünscht sich Professor Dr. Bornscheuer noch effektivere Verfahren, von denen möglichst viele Menschen Nutzen haben werden. So sollen Ressourcen eingespart und zukunftsweisende Projekte ermöglicht werden. Der MTP-Reader ist in dieser Gleichung ein kleiner, aber sehr wertvoller Baustein. Und im letzten Bericht für heute wird es nochmal sommerlich lecker. Es geht um Eis. Und was das mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zu tun hat, zeigen wir Ihnen jetzt. Nicht immer ist die Richtung, die Frau Ziemba eingeschlagen hat, typisch für Mecklenburg-Vorpommern. Gehen die meisten fort, um ihr Glück und oder Einkommen in der Ferne zu suchen, so ist die Geschäftsführerin eine Rückkehrerin, welche eine Stelle im öffentlichen Dienst aufgegeben hat, um die Region mit bestem Eis zu versorgen. Das ist eine kleine Geschichte. Also ich komme hier aus der Region, bin nach der Wende mit der Familie nach NRW umgezogen, habe da meine Berufsjahre in einer öffentlichen Bildungseinrichtung des Landes NRW gemacht. Und nachdem dann meine Kinder groß waren, hatte ich einfach irgendwo das Bedürfnis, für mich die Parameter nochmal zu verändern. Ich wollte wieder in meine alte Heimat. Und habe dafür dann meinen unkündbaren, sicheren Job aufgegeben. Das war keine leichte Entscheidung, aber es war eine richtige Entscheidung. Frau Ziemba kennt noch die Zeit, in der Obst und Fleisch aus eigener Ernte und Produktion gekommen sind, jeder selbst Apfel, Birne oder Pflaume gepflückt und die Früchte saisonal verarbeitet hat. Dieser unverkennbare Geschmack ist für die zertifizierte Speiseeisherstellerin unverzichtbar, um ihren Ansprüchen an höchste Qualität gerecht zu werden.
Ich habe mir einfach auf den Fokus geschrieben, dass wir mit echtem Obst arbeiten möchten, fokussiert auch noch auf heimisches Obst. Also ich sehe meine Reise einfach irgendwo da, dass wir mit Quitten, mit Holunder, mit Hagebutten, mit Pflaumen, mit Rhabarber arbeiten, ne? Und das verarbeiten wir dann auch zu unserem Speiseeis. Seit 2017 ist Frau Ziemba kreativ und hat Rezepturen für 90 Eissorten entwickelt, unter denen auch viele Angebote für Veganer und Liebhaber ungewöhnlicher Geschmacksrichtungen sind. Auch dank der Förderung von etwa 78.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kann Frau Ziemba mit ihren drei Angestellten die Produktion, die vorrangig für gewerbliche Kunden in ganz Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, aufrechterhalten und weiter voranbringen. Die Edekas fragen nach in ganz MacPom, ne? Also ich habe Kontakt mit den Edekas auf Rügen oder hier in der näheren Umgebung, in Greifswald, in Lubmin, da sind wir schon im Sortiment drin, die vertreiben das Eis schon und das wird dann noch weiter jetzt ausgebaut. Also da stehen wir gerade am Anfang und das soll jetzt im Herbst und im Winter dann fest etabliert werden. Nach der Saison ist vor der Saison, wie uns die Inhaberin noch zum Abschluss mit auf den Weg gab. So wird sie, nach dem Ziehen der Bilanz eines erfolgreichen und arbeitsreichen Jahres, weiter an neuen Rezepturen arbeiten. Für alle Liebhaber köstlicher Eissorten eine mehr als gute Nachricht. Eis geht ja eigentlich immer und wenn es dann auch noch aus der Region kommt und mit regionalen Produkten hergestellt wird, sollten Sie nicht lange zögern und einfach mal probieren. In diesem Sinne machen Sie es gut und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein in Ihr Wirtschaftsfenster MV-Magazin. Tschüss!